Einen wunderschönen guten Hallo, mein Name ist Olaf Günther und das ist Jackass. Yeah! Oh yeah. Nein, eigentlich ist das hier Let's Play D4C, eine weitere Folge, in der wir wieder Marshmallows über unserem obdachlosen Feuer grillen werden. Ein schönes Spiel. Ja, er kommt mir Feuer aus dem Arsch. Ich dachte, wir wären mit den Fäkalwitzen mal durch. Stattdessen haben wir nur Explosionen, ist auch gut. Okay. Kein Fallschaden! Yay! Okay, auf zum Lager! Holen wir dir einen Quad. Ah, meine Fußgelenke können das auch. Oh, wie die das können. Oh shit, hoppsa. War da auf mir? Niemals. Oh, das soll ich vielleicht nicht sagen, wenn ich eine Frau bin, das wirkt dann wirkt's komisch. Meine ja nur. Ich Schöni. Tüpf und hüpf. Das ist auch so was, was ich an Hentais irgendwie manchmal ziemlich seltsam finde. Lass uns zusammenkommen. Was haben die damit? Ich weiß, du bist ja vielleicht so ein egoistischer Typ, der immer alleine einlochen will, aber naja. Dass manche Menschen legen Wert auf sowas. Hab ich auch nicht verstanden. Strike. Ich finde es immer wichtig, dass ihr aufhören rumzuheulen. Ey, geil. Ist das ein Sniper? Ja, das ist ein Semi-Auto. Oh, cool. Hier oben im Shop wird gerade ein Sniper angeboten, jetzt ziemlich cool. Und ich könnte ihn mir sogar kaufen, aber ich weiß nicht. Ein Arzt hat Vorräte in der Accord Medical Clinic gefunden. Er sagte, dass dort überall Mutanten sind. Bring ihn dort hinein, damit er das Zeug besorgen kann. Nur wenn ich ein paar von den Medikamenten bekomme. Oh, ich hoffe, das Verfallsdatum ist abgelaufen. Oh. Na, das ist gut. Mm. Statt Überlebenskünstler, Unterweltgesetzloser, gibt's da jetzt Unterarten oder wie? Was soll denn das? Ein Subkaramenter. Er macht weniger Schaden, hat aber eine Hero Fire Watcher. Faszinierend. Was hast du denn jetzt hier gemacht? Sag mal. Ich hab bloß reingeguckt, da gibt's einen Sniper zum Kaufen, aber die ist sowieso schlechter als die Sniper. Du hast auch hier Sniper bekommen? Oh, das ist, neue? Ist nicht wahr. Geil. Ist das deine Standard oder? Ja, ich glaube schon. Sieht so aus. Ja, guck mal unter Loadout nach, weil ich hab die Deadbolt gekriegt. Ich hab das Gewehr des Überlebenskämpfers. Okay, na, und die Deadbolt kann ich auch nehmen. Nehmen wir die Deadbolt. Ja, die Deadbolt ist ja besser. 20% more sexy. Ja, cool. Ja, jetzt müsstest du deinen Quad auch herbeirufen gehen. Drück mal V. Warte, der Typ hier hat ein Barett auf dem Kopf. Ich vermute, ich sollte ihn töten. Drück mal V. Ah, Petro Hohl. Ja, da steht's. Ist die gerade halb gekommen, wäre ja nicht. Ja, das hat sich angehört. Aber warte, hier unten gibt's Quests. Keine Stoßdämpfer. Warte mal, hier unten gibt's Quests. Quest! Oh, komm her. Hier gibt's auch irgendwas. Tschüss, Runner. Bist überbewertet. Ich meine, hier unten sind diese blauen leuchtenden Quests. Erstmal muss ich mir die Teamschranke plündern. Oh, schön. Das ist eine Aufgabe, die mir gefällt. Lückenfüller annehmen. Ach nee. Wir werden Hilfe brauchen. Natürlich, das ganze Zeug raucht sich nicht von selber. Kommst du jetzt mal? Ist der Runner biologisch abbaubar oder? Fuck. Ja, dann mach ich ein bisschen alleine. Komm ja schon. Wuhu! Warte auf mir! Ja, da unten an dem blauen Ding. Oder die Quest auch, also. Blau Sing. Lückenfüller heißt die Quest. Erinnert euch daran, wie gut ich in Saints Row fahren konnte? Ja, hat sich nichts verändert. Nee. Müsste irgendwo ein grüner Alex angezeigt werden. Ach, da. Ich bin jetzt gerade weitergefahren, aber du solltest dir da so eine Quest holen von diesem blauen Leuchten. Ja, ich habe das Drogen als Drogenhalluzination bereits angesprochen und eine Aufgabe bekommen. Darin besteht noch mehr Drogen zu finden. Oh, fuck! Die haben wir auch nicht gegeben. Fuck, das schlingt sich. Eigentlich ziemlich geil, ich bin nur schlecht. Wuhu! Und yay! Und hier steige ich aus. Ich sitze fest! Mir egal! Oh, endlich geht's mal wieder. Das war. Der hat sich bewegt. Der hat geschummelt. Der hat so richtig geschummelt. Oh. Feindliche Mutanten nähern sich aus Nordosten. Warum keine freundlichen Mutanten? Warum kann ich mir meine Mutanten verbündet machen? Das ist so schlimm. Oh. Ihr seht nett aus. Oh Gott, ihr seht wirklich sehr nett aus. Ihr seid sicher nicht böse. Nein, ich glaube, ihr seid. Ihr seht nur so aus. Mit dem Inneren seid ihr ganz nette Menschen. Wie dieser eine bucklige Glöckner. Der war auch immer nett. Au. Okay. Dann eben die Ladylike Art. Meine Ladylike Art. Ich mach meine LSD-Schilder lassen nach und meine Tage setzen wieder ein. Nicht cool. Nehmen wir das mal. Ah, die sind wieder mal zu dumm herauszufinden, dass hinter den Kisten jemand stehen muss. Boah, das ist spektakuläre Intelligenz. Boah.
Der hat hier immer Bock dran. Schlimm. Wow, aber hüpfen können. Mutanten im Anmarsch aus Westen. Alter, wie viele denn noch? Oh, schon wieder so ein Notre-Dame-Mutant. Fuck, warum dreht er sich? Ein Headshot tötet also auch die. Ich dachte, die ganzen Geschwüre würden noch irgendwie abfahren. Der Deadbolt hat sich auf dem Deadbolt. Oh, mein Geschenk für sie. Ah, nein, ich wollte... Oh, das war geplant! Ah, fuck. Alles geplant. Er läuft nicht so, wie es laufen soll. Da würde ich mal sagen, setzen wir die Defibrillator uns selbst an. Hui, sterbt alle! Der wird doch nicht tot. Hast du die Hauptquest schon angenommen, oder? Ich hab nur Medizin. Ich will nur Medizin klauen. Wo ich jetzt die Frage aufdrücke, warum muss ich dafür eigentlich unsichtbar sein? Ja. Ach, verdammt, ducken muss ich mich ja. Da mach ich ja viel mehr Schaden, hab ich ganz vergessen. Tut mir leid, ich hab das kurz vergessen zum Vollschuss. Immer noch, ich wollte die andere. Ich will die mal analysieren, ne? Weil ich bin so schön aus. Ach, jetzt kommen hier noch nicht auf den Boden. Was sind das für Hinterkäfer? Besondere. Will ich mal unsichtbar werden? Nein! Habe ich meine Magic gebraucht für heute? Fuck. Nein! Bleib weg hier. Granat habe ich auch keine mehr. Granat auch soll. Schon gut hatte. Ich hab glaube ich auch keine mehr. Ah! Extraktion! Was bedeutet das? Ah. Park and Meet? Nein. Was ist dein Hinterhalt? Das ist eine Bombe! Hätte ich nicht gedacht. Ich hab nur gerade königlich verkackt. Darum schauen wir uns dieses lustige Ding an. So schön. Wie geil ist das, wenn die Mutanten stehen einfach genau neben mir und schießen nicht auf mich? Aus den ganzen roten Punkten würde ich sagen, das Ding hat Techno-Akne. Sieht so aus. Meinen ja nur. Wär's nicht auch mit einem Drittel der LEDs gegangen? Nee, nicht, dann tut mir leid. Ah, Petro Hohe. Okay, ich werde es jetzt mal nicht in Frage stellen. Ich habe die Stimme genommen, jetzt muss ich damit klarkommen. Was ist eigentlich jetzt mit der Quest passiert? Habe ich die jetzt erfüllt oder was? Ich weiß nicht, ich habe zwei andere gemacht. Ah, nein, ich habe jetzt gerade. Ich bin jetzt gerade dabei, eine zweite zu machen. Okay, eine Herausforderung Bleifuß. Dazu muss ich 5 Millionen Schüsse in den Fuß bekommen. Alle Ziele wurden ausgeschaltet. Mann, hab ich wieder geskillt. Hat man ja gesehen, was? Oh, ich hätte einfach mit dem Ding. Danke für die Unterstützung. Wir bringen diesen Truck zum Laufen und treffen dich an den Überresten der Klinik. Okay, wird gemacht. Hui. Ja. Power-Lol. Na dann, wie kräftig kannst du lollen? Sag mal. Arschenjäger, wir sind auf Position. Aber hier wimmelt es nur so von Mutanten. Wir brauchen deine Hilfe. Ja, das sagen sie immer. Und dann sind sie schwanger. Die wissen, ich kenne einfach nicht den Preis für meine Aufgabe. Und das Paket abgeliefert. Was? Ich habe es gerade in der Missionsende gebracht. Muss ich das kommentieren oder ist das so schon lustig genug? Boah, wie der moonwalkt. Der aber. Es ist eine Mischung aus Gespenst, Moonwalker, also Michael Jackson, oder Neil Armstrong, man weiß es nicht. Also Gespenst, Neil Armstrong, / Michael Jackson, oder Demenzkranker, denn ich weiß nicht, der weiß nicht, wo er hin will. Ich glaube, der war fies. Alles drei. So funktioniert Genetik, Kinder. Yeah. Plündere den Medizinschrank, okay, dann mach ich das mal. Daran habe ich Übung. Genauso wie man auf zwei Rädern fahren. Hui. Das ist schön, wenn man sowas bekommt. Normalerweise muss man erstmal Real Money für Reittiere blechen. Ja, und das geht die ganze Zeit weiter. Du bekommst dann immer bessere. So ein immer geilere Wagen. Beeindruckend. Warte. Bin ich da. Du, fuck. Ich will euch überfahren. Das ist das letzte, was ich tue. Schilde versagen. Hey. Okay. Ich brauche Hilfe. Scheiß drauf. Kann ich nicht mal. Hat das Mädchen aber so einen Nacken auf dem Kopf, oder was? Ah, was für ein prächtiger Hinterkopf. Und diese LEDs. Also ich würde sagen, Hautkrebs im dritten Stadium, dazu noch Arterienverengung und Tod ist auch ein wichtiges Symptom. Ah, den Spalt würde ich mir gerne mal angucken, aber lieber nicht. Scharfschütze. Ah. Reizend. Ich war besser, würde ich sagen.
Und noch so ein Fleischergehilfe. Tja, was ist wohl mit dem passiert? Ich würde ja eigentlich gerne jedem Gegnertyp so eine Story andichten und meine Doku mit den Hentai-Käfern weiter drehen, aber... Naja. Es sollte wohl nicht sein. Munition soll ich vielleicht mal wieder nachfüllen. Ich komm... Oh, ach so, muss ich... Granatenladung! Yay! Meine Granaten! Und rufe ich mein Fahrzeug vorbei. Petro, hol. Ich komme immer noch nicht darauf klar, wie die jetzt hier so... Egal. Es klingt, als würde sich gerade eine Spritze verpassen. Oh, hey, da waren ja noch Spalter. Es wäre ja unhöflich, die jetzt hier zu ignorieren, nicht wahr? Oh, Scharfschützenmann auch noch. Fuck it, da war einiges war da noch. Zum Beispiel eine unsichtbare. Was? Oh, ich bin doch nicht. Da. Wie sofort wissen, wo ich bin. Fällt gar nichts Lustiges an, was ich sagen könnte. Außer vielleicht. Oh mein Gott! Da kommt Paule. Das ist unser Planet! Warum ist das euer Planet? Ich würde sagen, ich bin viel cooler als ihr. Und ich habe größere Brüste. Ja, außerdem kann ich mich besser in die Fresse schlagen. Ich laufe jetzt einfach nur rum und. Oh, ich wollte mal sagen, ich laufe einfach nur rum und schlag ihn in die Fresse, aber. Die Gedärme schießen ist auch gut. Ah, Schilde! Oh, nein! Schilde! Oh, Schilde! Mh, diese. Diese Protektophilen immer. Ja. Ich bin auch gerade auf dem Weg zu diesem Wegpunkt da. Ich glaube, Schilde ist jetzt so ein Space-Synonym für Kondome. Was machst du da unten eigentlich? Aufs Maul bekommen? Stirnladung. Ich bin auf jeden Fall hier gerade oben schon. Medizinische Vorräte, aber wegen diesen herumlungenden Freaks komme ich nicht an sie heran. Also befestige diese Positionszeiger an den Vorräten. Komm dann zurück und hol mich. Die Funkgeräte funktionieren nicht. Sobald die Luft rein ist, gib vom Dach ein Leuchtsignal für das Sanitäterteam ab. Wir sichern das Gebiet. Dann sicher das Gebiet mal. Mein Körper lockt immer wieder bösartige Monster an. Und Japaner. So, wohin denn du? Kannst du... Ja, ich weiß dann welche Richtung, aber ich kann da nicht ordentlich hinfahren, weil Bushaltestellen in meinem Weg sitzen. Ey, Junge, es sind schon welche, wow. Panzersperren, oh, schön. Ich komme mir so vor, als ob einem alles vor der Nase weggeschnappt wird. Mir kommt das so vor, als würde ich Leute überfahren. Aber das kann auch drüben. Man weiß es nicht so genau. Und hin hier. Hey. Ja, also hier ist immer diese Dreiergruppe von vorhin, die einem hier direkt die ganze Zeit zuvorkommt. Tja, kannst du mal sehen, wie viele Obdachlose hier wohnen müssen. Hier ein Obdachlosenfeuer, hier ein Obdachlosenfeuer. Und hier. Ein Pornoschuppen, wenn ich die Musik richtig deute. Yeah. Gegner in Sicht, rücke vor! Dann rücke mal vor. Das Team der Republik Erde ist da. Wo haben Sie die Hubschrauber her? Moment, das sind ja Mutanten. Ist nicht wahr! Oh, Alter, diese Stimme geht mir so auf den Piss. Da stand nichts mehr. Oh boah, dieser Witz ist so steinalt. Wir müssen die Gegner in diesem Gebiet auslöschen. Der sieht freundlich aus. Nee, wisst ihr, wir trinken Kaffee mit ihm. Oh, die arme Sau. Alter, wenn ich mal stillhalten, wenn ich den verdammten Headshot verpassen will. Fuck, beweg dich. Hast du das gesehen? Nein, hab ich nicht. Ich auch nicht. Hallo. Tschüss. Die einfach hier von hier aus nicht. Die ganze Zeit so scheiße spielen. Der bewegt sich. Ich orte weitere Mutanten im Anmarsch. Was? Am Arsch? Ja, also. Ich glaube, ich habe mir meinen Kopf getroffen. Mr. Zombie-Mutant. Hm. Wer sind ihr beiden? Ach ja, ihr seid schwarze Nummer 1 und schwarze Nummer 2. Stimmt. Tut mir leid. Das ist rassistisch. Aber es war die Wahrheit, oder? Haben wir jemals einen besseren Namen von denen bekommen? Da war ich ja wieder zu unaufmerksam. Jawohl, Überfall auf den Medizinschrank. Wow. Ich habe so viel Drogen genommen, ich kann dieses Zeichen nicht mal mehr entziffern. Was soll das sein? Ich stehe ganz unten mit 3 Abschüssen. Ja, war ich ja fast bei Power, lol. Na gut, ich meine Orientierung. Ja, du bist eigentlich ist alles andere Scheiße. Außer meine Königin. Wieder vergessen, mich zu ducken. Gesichert. Ich rede von meinem Charakter. Zurück zu den Zirkus-Helden der E-Rap. Sie haben immer noch Funkprobleme und ich kann helfen. Du kannst mich ruhig verurteilen, aber hier kann man Kohle machen. Ich verurteile dich einfach mal so. Was ich mir wofür ich mach's.
Ich will aufsteigen. Ich hab so keine Ahnung, wo wir jetzt hin müssen überhaupt. Ist mir auch egal. Machen wir ein Rennen? Ich glaube, ich gewinne. Hui! Ja, ja, fahr drüben. Scheiße! Oh, nein! Und ich häng fest. Yes, ich hab's wieder mal geschafft. Und damit habe ich gewonnen! Ja, ich bin so... Oh, diese Pilze. Oh, was ist eigentlich für ein Straßenschild hier? Schauen wir uns das mal. Kinsen, 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 Hände in einem Hakenkreuz. Klasse.